Ja, eigentlich genauso. War natürlich ein sehr, sehr emotionales Spiel, was wir vorher eben auch so erwartet haben. Wir gehen in Rückstand, erste Halbzeit, machen den Ausgleich, gehen in Führung, kriegen dann kurz vor Schluss halt noch den Ausgleich wieder, gehen in die Verlängerung, machen da ein Tor. Aber letzten Endes war das wirklich ein Spiel auf Messerschneide. Ja. Es ging hin und her. St. Pauli hatte auch gute Torchancen. Wir hätten vielleicht vorher auch nochmal den Sack zumachen können. Wie gesagt, es war alles drin und es ist natürlich ein tolles Spiel gewesen, auch für die Zuschauer. Auch für uns als Trainerteam und für die Spieler sowieso. Ist halt jetzt das Achtelfinale erst, also gefühlt war es eigentlich ein Finale. Ja gut, wir haben geführt, wir haben auch zurückgelegen, von daher, ich denke, da war heute alles drin. Es ging hin und her, beide Mannschaften haben wirklich mit offenem Visier gespielt und ja, so macht Jugendfußball Spaß. Ja, ich habe die erste Halbzeit jetzt nicht so klar für Pauli gesehen, im Gegenteil. Aber es war natürlich klar, dass wir nicht über die komplette Spieldauer hier das Heft in der Hand haben werden, sondern dass es auch immer wieder Phasen gibt, wo der Gegner eben vielleicht auch mal am Drücker ist. Und die Phasen haben wir dann Gott sei Dank ganz gut überstanden, haben dann weiter immer an unsere Chancen geglaubt und ja, haben dann natürlich mit der nötigen Gier dann auch die Tore dann gemacht. Obwohl wir vor 2 Tagen auch noch gespielt haben, Pauli auch vor 3 Tagen, war es trotzdem ein Spiel mit unheimlich viel Tempo, das über die volle Distanz eines Pokalspiels dann eben auch ging. Und trotzdem war es wirklich ein klasse Spiel von beiden Mannschaften und mit dem glücklicheren Ende dann eben auch für uns. Ja, man hat schon so ein bisschen seinen Matchplan, aber der geht eigentlich eher in Richtung eigene Mannschaft. Also man will schon seine eigenen Stärken durchdrücken. Man möchte, dass die eigenen Spieler gut aussehen. Ich kann mich in der Jugend nicht auch noch nach dem Gegner richten. Aber klar, die Jungs kennen sich. Sie kennen sich aus der Schule teilweise, gehen in die gleiche Klasse. Und man weiß schon, wo die Stärken und Schwächen des Gegners liegen. Einmal natürlich in der individuellen Klasse, aber auch als Mannschaft. Und ich glaube, dass wir das heute beide Mannschaften auf einem guten Niveau versucht haben umzusetzen. Und ja, dann kommt da sowas bei raus.